So, ich habe den Griff jetzt verklebt, verstiftet und grob vorgearbeitet. Da werden jetzt noch ein, zwei Stunden drauf gehen. Der wird noch in Form gebracht, sodass das Messer richtig gut in der Hand liegt. Es hat jetzt schon sehr schön Volumen am Griff und das wird jetzt noch egalisiert und anständig verfeilt und verschliffen. Und dazu benutze ich Schmirgelpapier. Ich mache den Griff nicht zu glatt, weil er soll ein bisschen Grip haben. Und das Canvas-Mirkata, das wird mit der Zeit sowieso glatter. Und dann sieht das Messer klasse aus und es liegt auch jetzt schon super in der Hand. Jo, soweit mal. Wenn das Messer dann ganz fertig ist, gibt es ein kurzes Update. So viel mal zu dem Messer, wie es im Moment aussieht. Jo, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Ich hänge euch noch ein paar Bilder dran, was ich da alles so gemacht habe in der Werkstatt. Und dann wäre es das. Bis denne. Tschüss. So, ich habe den Griff schon mal grob vorgeschliffen und werde jetzt noch ein bisschen mit einem Pilzschleifer fein nachziehen, bevor ich die Griffschalen verbohre. Dann wollen wir mal. Ob ich im Bild bin, aber ja, so sieht das jetzt aus. So, und jetzt wollen wir die Griffschalen verbohren. So, jetzt haben wir eine Griffschale aufgespannt, die werden wir jetzt anbohren und dann zusammen mit der zweiten durchbohren. Durchgebohrt. Jetzt werde ich diese Seite markieren, damit ich nachher auch noch weiß, auf welcher Seite ich angefangen habe. Jo, bis gleich dann. So, jetzt bohre ich die Griffschalen zusammen durch. Die Anfangsgriffschale habe ich markiert, rechte Seite mit Pfeil nach vorn. Und das mache ich mit dieser auch. Und dann gibt es da auch keine Probleme nachher beim Montieren.
So, die Griffschalen sind fertig gebohrt, markiert und jetzt werden die einfach auf den Griff geklebt und verstiftet. Man muss dran denken, diese Klebefläche anzurauen, sonst damit der Kleber auch richtig hält. Und natürlich vorher vorm Verkleben mit Aceton reinigen. Jo, das werde ich jetzt mal machen und dann werde ich euch mal das fertig verklebte und verstiftete Teil zeigen.